So, wieder mal eine neue Folge von Top oder Flop und natürlich wieder mal mit am Start. The Life Force, hallo zusammen. Heute mit einer kleinen Extra-Überraschung am Ende. Die Folgen werden vielleicht ein bisschen länger jetzt, weil ich habe einen Kommentar bekommen, glaube von Coffee war es. Glaube, längere Folgen sind, glaube ich, bessere Folgen. Der Kopf? Ah. Ja. Von daher kann man es ja in Erwägung ziehen, die Folgen vielleicht ein bisschen länger als 20 Minuten zu gestalten. Ja, so zum Beispiel 30 Minuten oder so. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, also mindestens. Und das scheint so ein... Das erste Game nennt sich, glaube ich, Papillon. Heißt, glaube ich, Schmetterling oder so. Und genau das fliegen wir auch, so einen komischen Schmetterling im Weltraum. Ist es ein NES-Game? Es hat irgendwie... Ja, es ist so teils eine Mischung aus Gradius und eine Mischung aus irgendwie... Wie, Space Invaders, genau. Oh, jetzt bist du auf jeden Fall klein. Ach so, das geht auch? Ja, du eben warst du noch groß, jetzt bist du klein. Okay, es ist also kein, wie Gradius, einmal getroffen und sofort tot Game. Nein, du hast wohl dazu noch ein zusätzliches, einen zusätzlichen Hit. Es gab bei Kirby Mass Attack, glaube ich, so eine Art. Was zum Fick warst du da denn jetzt gerade? Keine Ahnung, so ein komischer Klumpen oder so. Ja, auf jeden Fall tot. Okay, naja, die Musik ist auch nicht schlecht. Es sieht vom Optischen her ziemlich bunt aus. Allerdings auch nicht zu bunt. Die Steuerung ist ja... Gut, ich würde sagen, man kann das Game ziemlich gut mit dem Turbo-Button spielen. Das war nämlich... Ja, ich glaube damals kein Cheat, das war ein richtiger Controller. Der hatte irgendwie so einen Turbo-Button drauf und da, ja, hast du halt geschossen in Lichtgeschwindigkeit, sagen wir mal. Interesting. Und ich habe übrigens nochmal genau hingeguckt, du hast über zwei Hits über. Ah, das ist fair vom Game. Mhm. Gut, man weiß, dass ich nicht besonders gut bin in Space-Shootern, aber das Game ist cool gemacht. Bunt, es ist nice, es ist nicht zu schwer gestaltet. Gut, Fähigkeitsgrad da. Es ist eher was für den Experten aller Serax, der ist ja dafür relativ guter Experte. Was das betrifft, was das sein soll, habe ich keine Ahnung. Ich habe gerade eben nachgeguckt, du warst für einen kurzen Moment unverwundbar. Ah, cool. Ich weiß gar nicht wodurch, aber du warst für einen kurzen Moment unverwundbar. Dann hat das Game aller Wahrscheinlichkeit nach einer Unverwundbarkeitszeit. Für einen gewissen Moment. Nee, du hattest irgendwas hast du eingesammelt, das sich unverwundbar gemacht hat. Das ist noch fairer. Auf jeden Fall bist du jetzt Game Over. Und Continues hat man noch genug gehabt. Ja, das ist so ein klassisches Arcade-Game halt, wie halt Gradius und so ein Zeugs. Punkte sammeln, wer ist besser? Continues hat man offensichtlich mehrere, das ist schön. Leben hat man auch mehrere, das ist auch sehr schön. Ich würde jetzt mal schätzen, 3 Leben oder so. Wow, das war knapp. Ja, ist ein schönes Retro-Game. Ist auf jeden Fall ein interessantes Game, das muss ich zugeben. What the? Spezialwaffen. Wie es aussieht. Interessant. Interessante Spezialwaffen. Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Und wie du siehst, du bist jetzt gar nicht mehr ganz so groß, aber du bist auch nicht so, dass du gleich sterben würdest. Ja, Spezialwaffen scheinen in dem Game sozusagen so ein kleines Nonplusultra zu sein. Und wie man sieht, gibt es scheinbar auch verschiedene Varianten von Spezialwaffen. Ich betone nochmal, Schmacki. Klein. Jetzt bist du auf jeden Fall tot. Jedenfalls Fazit, das Game ist amüsant, es ist fröhlich, es ist bunt, es ist ein gutes 8-Bit-Game. Für einen Space-Shooter kann man sich da nicht beklagen. Jetzt hat er auch noch Flammenmunition, ja lecko mio. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen skurril aus, aber lasst euch davon nicht täuschen, das Game ist
Na, ja, das ist ziemlich abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das Einzige, was mich nur so ein kleines bisschen an dem Spiel verwundert, ist, wieso können zum Fick nochmal Planeten dich attackieren? Vielleicht sind es ja UFOs, wer weiß. Auf jeden Fall, das hat dich getroffen. Ja. Naja, jedenfalls, cooles Game. Okay, bei Start hört die Musik auf und man hat anscheinend eine Lebensanzeige bei Start. Die Select-Taste macht nichts. Und dass die Musik aufhört, ist schon mal auch ein Punkt, weil es ist manchmal nervig, wenn die Musik beim Start-Button weiterläuft. Ja, stimmt schon in gewisser Weise. Gut, das war's vom ersten Game. Für den NES, jetzt gehen wir zum nächsten Game. Hast Fazit du noch? Ist es. Ja, ich wollte nur sagen, Fazit, es ist auf jeden Fall ein interessantes Game. Es sieht wirklich recht lustig aus. Und es ist auch, finde ich, fair gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und es scheint in Japan erschienen zu sein. Wie kommst du jetzt darauf? Weil darum ein japanische Klammer stand. Ah, okay. Deswegen vermute ich mal, es kommt aus Japan. Aber na gut, gehen wir mal zum nächsten Spiel. Bis gleich, Leute. Oh, neu. Ja, Leute, wir haben eine ganz besondere Überraschung. Und zwar habt ihr es gerade kurz für eine Nanosekunde im Bildschirm gesehen. Jetzt sieht das sowieso gleich. Es ist ein Game, das von SNES bereits existiert. Nämlich Earthworm Jim. Eins, glaube ich, der härtesten Spiele, die es auf diesem Planeten gibt. Und diesmal die Gameboy-Version. Das Spiel ist skurril. Es ist... Ja, es ist ein What-the-fuck-Game. Kann man sagen. Das war es auch schon beim SNES. Na, will der Start-Button jetzt plötzlich nicht? Hat sich bestimmt wieder umgestellt. Ja, natürlich. Fängt ja gut an. Ah, oh, fängt ja sehr gut an, ey. Meine Fresse sieht doch nicht aus. Und die Steuerung ist ziemlich... Abfuck? Ja. Aber wie ein sofort der erste Gegner schon penetriert. Man sieht schon, es ist eine Aufarbeitung vom SNES-Teil. Alter, was hat der gerade an Schaden gemacht? Okay, gedrückt lassen. Da kommt die Waffe zum Vorschein. Ja, das Game ist scheiße schwer. Auch auf dem SNES bereits. Und ja, es hat einen skurrilen Humor, wie gesagt. Wie man gerade gesehen hat. Das ist wirklich so ein What the fuck Moment. Aber man muss sagen, die Musik ist auch hier auf dem Gameboy wirklich erste Sahne. Dafür sieht Earthworm Jim immer noch hässlich aus, wenn ich ehrlich bin. Zumindest auf dem Gameboy. Okay, das Gummi macht keinen Schaden, da wurbelt man bloß nur so rum. Na klar, ist ja auch der Autoreifen. Ich glaube, die erste Stage überhaupt in Earthworm Jim war so ein Schrottplatz oder so. Da war übrigens noch Energie, glaube ich. Was mich gerade stört, ist die Attacke, dass die irgendwie so... Ja, die ist ein bisschen klobig halt, so ungenau. Ich meine, selbst bei Castlevania, die ist ein bisschen genauer. Weil er haut ja mit seinem Kopf zu quasi. Und was das sein soll... Das war Energie. Ach so. Deswegen sagte ich ja, ich glaube, da war Energie, die du verfehlt hast. Ich weiß nicht, ob Earthworm Jim so ein Game ist, das man tatsächlich nur mit Save State schafft. Gut, vielleicht gibt's auch die extrem harten, die es vielleicht ohne schaffen. Aber Fakt ist, es ist aus meiner Erfahrung her, dass es ziemlich sauschwer sein soll. Abgespaced auf jeden Fall und sauschwer. Space definitiv, ja, das ist wahr.
Die Vögel sind auch ein bisschen schwer zu treffen mit der Attacke. Alter, was zieht der an Schaden ab, ey? Das ist das, was ich meine mit dem extremen Schwierigkeitsgrad. Ich meine, ihr habt es gerade gesehen, wie viel. Der zieht 40% ab! Pro Treffer! 40%, what the fuck? Boah, ich hab da jetzt mal genau drauf geachtet eben. Und wirklich 40% der Energie. Durch diesen Hund da oben. Mhm. Müsst ihr euch mal reinziehen. So ein kleiner Pitbull zieht einfach mal 40% des Lebens ab. Mhm. Ganz schön krass für die erste Stage. Das ist übertrieben. Nicht mal Asterix für den Gameboy war so krass wie diese erste Stage. Was eine Preisfrage. Welcher Spieleentwickler hat sich das bitte ausgedacht? Und ich meine jetzt nicht Nintendo damit. Dass man da rumwubbelt auf den komischen Reifen? Nein, generell das Spiel. Ich weiß nicht, was die geraucht haben, aber es muss extrem gewesen sein. Mhm. Das glaube ich auch. Und davon hätte ich gerne auch eine Prise. Wirklich, dieses kleine Mistvieh zieht 40% Energie ab. Das ist auch. Vor allem, es bleibt genau über mir. Wie soll ich jetzt da zum Beispiel irgendwie noch reißen können? Es ist wie bei Ape. Die Viecher verfolgen einen. Permanent. Hey, an die Arbeit. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist doch. Also, wer auch immer sich das Spiel ausgedacht hat. Der muss definitiv gelitten haben. Ja, denn das Game ist schwer wie die Hölle. Ja, das so sieht jetzt auch aus. Selbst die Gameboy-Version kennt da keine Gnade. Vor allem, dass Nintendo das zugelassen hat, das wundert mich am meisten. Das nächste, was stört, ist das Gewubbel, dass man da irgendwie, ja, genau präzise durch diese Scheiße durchwubbeln muss, wenn man zu. Ein Pixel zu hoch ist, dann wubbelt man nach oben. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Und man hat gesehen, die Gegner kommen wieder. Ja, was kann man sagen? Grafisch ist es zwar schön und so, Musik ist auch geil, aber es ist übertrieben hart. Muss man sagen, es ist wirklich übertrieben hart. Auf jeden Fall. Ich glaube, du musst da irgendwie hoch. Ja. Ach, klettern kann er da hoch. Gut. Wenn der Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergegangen wäre. Ich meine, nichts gegen Challenge. Ich meine, Ninja Gaiden ist ja auch hart, aber ist auch machbar. Aber das ist krass. Also da muss man schon. Ich schätze mal, das war jetzt ein Checkpoint. Ja. Was ich eben sagen wollte, also da muss man, bei dem Spiel würde ich jetzt sagen, da muss man wirklich schon Nerven aus Stahl haben, um das einigermaßen irgendwie hinzubekommen. Dem stimme ich zu. Ja, gut, Endfazit zu Earth vom Gym für den Gameboy. Oder allgemein zu Earth vom Gym. Cooles Game, keine Frage, aber definitiv viel zu hart gestaltet. Ja, dem stimme ich zu. Ich hab das zwar noch nie gespielt in der Hinsicht, aber was ich jetzt eben gesehen habe, das würde selbst ich nicht durchhalten. Und ich bin normalerweise ein geduldiger Mensch, was das betrifft. Ganz ehrlich. Na, ja gut. Gehen wir mal zum nächsten Spiel über. Bis gleich. Okay, bevor das nächste Spiel losgeht, hat glaube ich Force noch was zum letzten Spiel zu sagen. Ja, nämlich zu Earthworm Jim nochmal kurz. Wenn man mal ganz kurz bedenkt, das Spiel sollte ja eigentlich für Kinder gedacht sein. Jetzt frage ich mich allen Ernstes, welches Kind würde das bitte ohne Probleme schaffen, ganz ernsthaft? Was haben die Entwickler da geraucht? Ja, eine sehr interessante Frage. Ich finde auch, das Spiel war zu krass. Und das für
Kinder, ich meine, hallo? Sind die eigentlich vollkommen bescheuert? Wo wir gerade beim Thema krass sind, ich habe ein Game Boy Advance-Spiel rausgesucht, die Screenshots sahen interessant aus. Es scheint wieder mal so ein Seriengame zu sein. Trägt den skurrilen Namen Nudie in Toyland. Ein Game, wie ich schätze, im Bob der Baumeister-Format. Oh, es ist nämlich hier mal ein Serienspiel. Ich glaube, ich... Nein, ich kenne die Figur, das ist schlimm. Nein! Du? Ich kenne die Figur! Es wird sich gleich noch mehr zeigen, ob du das tatsächlich kennst. Ich kenne den nur zu gut, das ist das Schlimme. Naughty! Nein! Nein, ey! Davon gab's ein Spiel? Für Game Boy Advance, ja. Oh, nee! Kurz zur Information, Leute. Es Musik, gab, ey. Es gab dazu eine Serie damals, an die ich mich erinnere. Und oh, die war scheiße. Die Musik ist so plemplem. Es ist... Oh, oh Gott, wie sieht das Game aus? Oh nein, das ist ein neuer Tag in, im Spieleland. Gott, nee. Oh Gott! Gottes Willen! Ich kann mir das teils gar nicht selber angucken. Oh, das ist ja grausig für die Augen. Ach du Kacke! Was glaubst du, Mutter? Was glaubst du, warum ich gesagt habe, scheiße, ich kenne die Figur! Das ist schlimm! Das ist ja noch schlimmer als das letzte. Gott, und die... Oh Gott, sei froh, dass du die Musik nicht dazu hörst. Ich glaube, ich wäre froh, wenn ich das nicht sehen müsste. Die Steuerung ist wirklich... linear blamabel. Oh, sie ist schlimmer als Bob der Baumeister. Ich denke mal, das sieht man auch definitiv, dass die Steuerung schlimmer als Bob der Baumeister ist. Ich glaube, ich Gottes bin mal Willen. Gleich kurz weg und übergebe mich. Jetzt mal eine Frage, woher kennst du eigentlich Nudie? Es gab dazu leider eine Serie. Ich habe da nur kurz einmal reingeschaut. Und, ohne Scheiß, ich bereue es, dass ich das getan habe. Ich bereue es. Die Hitbox von den Münzen ist auch wieder Creme de la Creme, wie man gesehen hat. Gut, dass es dafür keine deutsche Übersetzung gibt. Gut, dass das Spiel generell nicht für Deutschland erschien. Dieses Ding hat eine Hupe. Ich glaube, schlimmer geht's nicht mehr. Okay, das sind auf jeden Fall Energieteile da, diese Glocken. Welchen Sinn macht die scheiß Hupe? Die ist einfach... Die macht keinen Effekt, die macht nix. Ich hab die da macht einfach nur... So... Ja, dö. Ich hab da irgendwie so ein Gefühl, dass vielleicht gleich noch Tiere kommen könnten. Ja, weil so irgendwas muss die Hupe ja gut sein. Vor allem genial gemacht. Ich meine, mit dem breiten Auto durch so eine engen Passagen durch. Das hat er echt gut programmiert, muss ich sagen. Das ist doch mal gut, das Level-Design. Oh ja, definitiv. Mir tun gerade die Kinder leid, die so einen Scheiß spielen müssen. Im Ernst, ich frag mich wirklich, was der Entwickler in der Hinsicht geraucht hat, dass er sowas überhaupt in irgendeiner Form machen konnte. Das ist schlimmer als viele Super RTL nachgemachte Games. Toadstool! Ja, nee! Genau! Läuft! Genau! Gottes Willen.
Toadstuhl aus. Klingelt da eben, das war der Schmack. Mario. Princess Toadstuhl. Gut, ich muss sagen, ich habe irgendwie nicht länger Lust, mir den Scheiß noch länger anzusehen, weil es ist ja wirklich... Das ist schlimm. Das ist schlimm für die Augen. Das ist der reinste Horror. Ich habe seit Jahren nicht mehr in all den Folgen so ein schlechtes Spiel gesehen wie das hier. Ich bin froh, jetzt ohne Scheiß. Ich bin froh, dass ich nicht Top oder Flop in der Hinsicht machen muss. Nichts jetzt gegen die Schmacki, aber sowas würde ich mir nicht antun. Nicht mal eine Minute. Nein, das glaube ich dir. Weil das ist der reinste Bullshit. Das ist wirklich der reinste Bullshit. Man kann den Kopf schütteln nur dazu. Wenn man das sieht. Das ist ein What the fuck, ey. Jetzt wiederholt sich derselbe Scheiß schon wieder mit dem Autofahren. Nee, danke, das wird wahrscheinlich jetzt Zillionen Jahre so weitergehen. Erlösung von dem Spiel, es reicht. Gottes Willen, weg damit. Ich bin dir so dankbar, Schmacki, ganz ehrlich. Oh Gott. Wirklich, ich kann nur eins dazu sagen. Ich habe wirklich nur einmal kurz in diese Serie reingeschaut und das hat mir echt schon gelangt. Nee. Und das Spiel macht der Serie alle Ehre. Oh Gott. Wenn du ganz... Startet. Dieser Frost ist leider nicht zu erreichen. Er musste leider zu oft aufs Klo, um sich zu übergeben, weil er dieses Spiel gesehen hat. Sorry, Leute, aber das musste sein, ey. Boah, ey. Fick doch die Batterie, ehrlich. Als Krönung nochmal die Sinnlosigkeit der Sinnlosigkeiten. Ein Fishing Game für Super Nintendo. Malibu Games. Ich meine, hat es nicht schon gereicht, dass man bei Zelda für den Game Boy irgendwie angeln konnte, dass das langweilig genug war? Bei Ocarina hat es vielleicht noch Spaß gemacht teilweise, aber ein eigenes... Ich meine, es ging bis zum Dreamcast hin. Fischsimulatoren. Tja. Angelsimulatoren. Wer hat sich jemals das ausgedacht? I don't understand it. Malibu Games, würde ich mal sagen. Ja, mir ein ewiges Rätsel, warum diese Games überhaupt existieren. Weißt du, was ich mich eher frage? Was? Wieso hat Nintendo das bitte zugelassen? Weil es immer Menschen gibt, die anscheinend Langeweile haben und anscheinend auch angeln wollen. Anscheinend nicht draußen angeln wollen, in der frischen Luft, sondern drinnen. Ja, und dann kam dieses Spiel zustande. Oder solche Spiele. Holy motherfucking shit, ey. Oh Gott, nee. Sieht schon merkwürdig aus. Sieht schon sehr, sehr merkwürdig aus. Naja. Ich sag mal so, lieber gucke ich mir sowas an, als dass ich mir das andere Game von vorhin angucke. Ja, stimmt. Ich hab auch schon eben zu Schmacki gesagt, wenn er das Intro davon gesehen hätte, und ich betone es wirklich, wenn er das gesehen hätte, er hätte Regenbogen gekotzt, noch und nöcher. Das könnt ihr mir glauben. Ja, hallo? Wie gehe ich jetzt bitte eigentlich fischen? Die B-Taste ist, glaube ich... Ach nee, es ist die... Doch, es ist die B-Taste, komischerweise. Warum auch immer. Nerviges Sonargeräusch. Nebenbei.
Fängt ja gut an. Hat eine komische Steuerung. Ich würde gerne mal die Route rausschmeißen, aber keine Ahnung, wie es funktioniert, weil es wird irgendwie nicht erklärt, wie das. Ich versuche einfach alle Tasten. Press any button. Have to lure your line. Das Boot lässt sich auch komisch steuern. Ich glaube, auf Deutsch heißt das immer so, du hast, glaube ich, keine Angel. Wenn ich das jetzt richtig gerade interpretiere. Ist ja ein super Angler. Press start to go. Aha. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft anscheinend. Ich fühle mich verarscht. Ach, haben wir schon. Na klasse. Ist ja jetzt wirklich ein Game per excellence. Jetzt komm mach ich das mir mehr. Macht das aber Spaß. Oh Mann, ich fühle mich so derbe verarscht, ey. Vor allem, wozu gibt es ein Passwortsystem bei dem Spiel? Das ist mir gerade auch ein Rätsel. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz eben... Wie heißt das Spiel jetzt genau? Bassmaster oder so. Bassmaster, okay. Bass. S-N-E-S. Nee, nicht A-S-N-E-S, dankeschön. Ich will nicht die ROM dazu, ich will Informationen. Dankeschön. Tja, die Musik soll wohl munter machen, aber... Das misslingt gerade natürlich, weil das Game... Was gibt's da munter zu machen? Das Game ist einfach nur... komisch. Brillante Idee. L ist Rückwärtsgang. Achso, L ist ja noch wegen einem anderen Spiel anders belegt worden. Ach, Moment, stimmt ja. Ich hatte ja was wegen Mega Man X2 umgestellt. Da muss ich gerade mal wieder umstellen. Wisst ihr, dass es etwas gibt, was ich liebe, denn das, dass man hier einfach keine Informationen von diesem verfickten Spiel findet. Das gibt's doch nicht, ey! Ja, das ist wirklich mysteriös. Vor allem, die einzigen Sachen, die ich hier gerade finde, sind nur SNES-ROMs. Die will ich aber gar nicht. Ach, Amazon, da haben wir doch schon mal wenigstens eine Sache. Das war jetzt auch nicht so das, was ich eigentlich wollte, aber... Nobody cares! Sag bloß, das Spiel ist auf Amazon. Das Spiel ist auf Amazon. Oh Gott, für welchen Preis? Warte mal ganz kurz. Wenn man das Gebrauch kaufen will, 1 Cent. Und wenn man das kaufen will, für neu, $4.34. Wahnsinn. Angeln für SNES kostet $4.34. Oder 1 Cent. Ist das nicht toll, Leute?
wie gesagt, wenn man es Gebrauch kaufen will, ich finde das gut. Oh, herrlich. Wie schmeißt man die scheiß Angel? Wie schmeißt man die scheiß Angel raus? Jetzt haben wir endlich mal was Spieletipps. Für dieses Spiel gibt's noch keine Detailbewertung, ja, sehr schön. Ja, warum wohl? Oh! Der Publisher, wenn ich das jetzt richtig gesehen... Skript stoppen, dankeschön. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das damals THQ. Ernsthaft? THQ? Yep, Publisher THQ. Oh Gott. Was mich ehrlich gesagt wundert, weil THQ ist eigentlich ein guter Hersteller gewesen. Und dass die so ein Spiel entwickelt haben. Ja. Ist irgendwie merkwürdig. Ja. Ich weiß leider kein Englisch, was Lure bedeutet. Irgendwas haben wir nicht an unserer Leine oder so. Ich guck da gleich nach. Aber ich will mal ganz kurz eben gucken. Moment. Komm schon, da muss auch irgendwas sein. Sehr merkwürdig. Komisch ist gerade Folgendes. Ich habe ja gerade in Wikipedia mal reingeguckt. Und hier steht gerade, also es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal die Bassmasters Classic Edition. Die kam von Malibu Games raus und kam auch nur für Japan und USA raus. Und es gab auch eine Classic Pro Edition. Und da war das Black Pearl Software und kam für USA und Europa raus. Okay. Ich guck mal eben nach. Moment. Nee, ich will hier nichts bearbeiten. Dankeschön, ich wollte nur nachlesen. Danke. Ach so, Leo ist ein Köder. Gut, dann haben wir es jetzt. Gut, dann ist das Letzte, was ich sehen will. Wie man halt jetzt wie das Fischdingens Bild aussieht. Der Artikel existiert in der Deutschsprache. Okay. Fuck off. Fuck off. Leck mich, Wikipedia. Du kannst mir mal sowas von gehörig den Buckel gerade runterrutschen. Fuck this shit, ey. Ich wollte gerade eben in deutschsprachigen Wikipedia gucken, kein Antrag vorhanden. Ach, wahrscheinlich einholen und keine Ahnung. Irritiert gerade ein bisschen die Sicht. Mich irritiert das ganze Spiel. Das glaube ich dir. Dann war das mit THQ, da habe ich mich übrigens eben versprochen, das war nicht von denen.
Es ist ein sehr merkwürdiges Game. Das steht fest. Oh ja, es ist definitiv ein sehr merkwürdiges Game und das Boot lässt sich auch ziemlich, ja, bescheiden steuern. Was ein Glück, dass ich das nicht machen muss. Oh ja, definitiv. Scheint so ein Fisch zu sein da hinten. Ist auf jeden Fall eine, so eine Sicht vor dem Köder. Der hat auf jeden Fall versucht gerade zuzuschnappen. Blöd ist gerade, ich kann nicht einschätzen, wie weit der Fisch jetzt noch weit weg ist. Man hat versucht, so ein bisschen 3D hier zu arbeiten. Jetzt hat er ihn. Fakt ist, na gut, der Effekt oben am Wasser ist irgendwie recht nice, aber ansonsten ist das Game, ja, das ist das Einzige, was recht interessant ist. Der Rest ist leider bescheiden. Seltsames Game. Muss auch sagen, ist nicht gerade der absolute Hit, es ist langweilig, es ist einfach nur Fischerei, ja. Das also... Wenn ihr angeln gehen wollt, dann macht's lieber draußen und geht lieber nicht an den PC dafür oder Super Nintendo, was auch immer. Besser gesagt, ne? Bei einem Spiel, bei Zelda. Da macht's noch Spaß. Das ist wahr. Und vor allem würde ich euch auch raten, die Finger vor dem Game zu lassen, also. Und wir kommen noch jetzt zu einem kleinen Let's Show. Ja! Bis gleich. Bis gleich.